Heute habe ich 9 Tipps für die Steckdosenplanung in deinem Smart Home mitgebracht. Alle 9 Punkte sind extrem wichtig, also hör dir alle 9 Punkte an. Wir fangen vorne an. Nummer 1. Du brauchst die richtige Menge an Steckdosen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Wahrheit für ein Kinderzimmer liegt irgendwo zwischen 3 Steckdosen und 20 Steckdosen. Wie viele in deinem konkreten Fall richtig sind, ja, das ist nicht so leicht zu entscheiden. Es gibt im Internet aber sehr gute Planungsunterstützungen und Planungshilfen. Schau einfach bei der Initiative Elektro Plus vorbei. Dort findest du für einen kleinen, mittleren, großen Ausstattungsstandard entsprechende Hinweise. Das heißt, dort kannst du pro Raumtyp nachschauen, wie viele Steckdosen werden empfohlen. Und diese Mengen decken sich sehr gut mit unserer Erfahrung. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, dass du die Steckdosen an der richtigen Stelle platzierst. Denn zum Beispiel in einem Flur, wo man nur vorbeilaufen kann und eigentlich aufgrund der Anordnung in diesem Flur gar nicht die Chance hat, irgendwo dort etwas einzustecken oder etwas stehen zu lassen. Ja, so eine Steckdose eignet sich dann höchstens für den Staubsauger, aber nicht für die stationäre Installation von irgendeinem Dekoartikel oder ähnliches. Auch zum Beispiel hinter Schränken solltest du keine Steckdosen positionieren, denn das macht nur dann Sinn, wenn dieser Schrank auch eine Beleuchtung hat. Wenn du das verneinen kannst, kannst du dir die Steckdosen dort auch schenken, denn das spart Kosten. Schritt Nummer 3, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Plane deine Küchensteckdosen sehr, sehr, sehr genau und überlege dir im Vorfeld, welche Küchengeräte hast du wo später positioniert. Hast du einen Toaster, hast du einen Wasserkocher, einen Mixer, vielleicht ein Waffeleisen, ein Sandwichmaker, ein Wasserfilter, eine Kaffeemaschine, eine Kaffeemühle. Keine Ahnung, was du alles im täglichen Leben benutzt. Das ist einfach auch sehr unterschiedlich. Aber überlege dir, welche Küchengeräte sollen wo stationär immer stehen. Welche willst du bei Bedarf rausholen, wie zum Beispiel den Stabmixer. Und wo willst du diese Dinge dann einstecken? Überlege dir also gut, wie viel ist der stationäre Bedarf für deine Küchensteckdosen und plane diese Menge auch entsprechend ein. Tipp Nummer 4 ist die richtige Anzahl an Steckdosen an deinem Schreibtisch. Also in aller Regel macht es Sinn, unter dem Schreibtisch eine Steckerleiste zu platzieren, denn dann kannst du dort dein Tischtelefon, dein Laptop-Ladegerät, vielleicht dein Handy-Ladegerät, alle anderen Dinge, die du sonst noch auf deinem Schreibtisch hast, direkt in dieser Steckerleiste unter dem Tisch montieren und hast kurze Kabelwege. Es macht also keinen Sinn, 6 oder 8 Steckdosen an der Wand zu haben und dort im Prinzip diesen ganzen Kabelbaum dann hinzuinstallieren. Also an deinem Schreibtisch reicht also in der Regel eine Zuleitung von der Wand, vielleicht noch ein Netzwerkkabel, aber mit dieser einen Zuleitung kannst du dann die Steckerleiste unter deinem Schreibtisch problemlos bedienen. Bei Tipp Nummer 5 geht es um Bodensteckdosen. Auch hier überlege dir sehr genau, wo könnten am Ende frei bewegliche elektrische Möbel stehen. Also damit meine ich zum Beispiel ein Laufband, ein Peloton, ein Schreibtisch vielleicht, der frei im Raum steht, eine Couch mit elektrischer Verstellung oder alle anderen Dinge, die irgendwie elektrisch betrieben werden müssen, aber nicht am Rand vom Raum positioniert werden, sondern irgendwie in der Raummitte. Diese Dinge brauchen Strom und dann ist es natürlich super sinnvoll, wenn es eine Bodensteckdose oder sogar einen Bodentank mit mehreren Steckdosen gibt, um diese Geräte dann anzuschließen, damit du keine Stolperfallen produzierst. Tipp Nummer 6, Außensteckdosen. Also auch im Außenbereich brauchen wir Strom, nicht nur für die Beleuchtung, die vielleicht in Zukunft irgendwo kommt, also irgendwelche Kugeln, die da im Garten sein könnten, die später beleuchtet werden. Aber vielleicht hast du auch einen Rasenmäherroboter, der irgendwo stehen soll im Garten und der braucht natürlich für seine Ladestation auch irgendwie Strom. Und wenn dieses Kabel schon im Vorfeld geplant ist, umso besser. Auch die Steckdosen an der Terrasse oder an deinem Sitzplatz, am Balkon irgendwo, sollten auch berücksichtigt werden und idealerweise werden diese sogar dann schaltbar ausgeführt, sodass du sie bei Verlassen des Hauses abschalten kannst. Tipp Nummer 7, da geht es um die USB-Steckdosen. Das ist auch bei uns ein sehr umstrittenes Thema und es gibt keine ganz klare Präferenz, welcher Weg für dich der richtige ist. Überlege dir im Vorfeld, wo liegt üblicherweise dein Handy, dein Mobiltelefon, wo wird dein iPad geladen, wo wird dein Laptop zu Hause angesteckt. Und daraus leitet sich dann der Bedarf ab an Ladekabeln und auch an Ladebuchsen, die du am Ende brauchst. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du in der Nähe von deinem Esstisch alle 3 Geräte üblicherweise liegen hast und sie dort laden möchtest. Dann solltest du keine Schuko-Steckdose mit einem USB-C-Anschluss verwenden, sondern dann solltest du ein ganz normales Ladegerät dort installieren. Denn dort hast du dann in aller Regel die Möglichkeit, mehrere Ausgänge zu haben und kannst dann mehrere Geräte parallel laden. Vielleicht lädst du dein Mobiltelefon ja auch über eine induktive Ladeschale. Das heißt, dann besteht gar kein Bedarf, dort mit einem USB-C-Kabel direkt zu laden, weil diese Ladeschale in aller Regel vielleicht ein Steckernetzteil hat und dann auch eine normale Steckdose braucht. Also prüfe für dich persönlich, wo liegen deine Geräte, wo werden sie benutzt und wie werden sie geladen. Und dann kannst du sehr schnell Klarheit darüber generieren, welcher Weg am Ende für dich am sinnvollsten ist. Tipp Nummer 8. Kindersicherungen in den Steckdosen. Sofern du bereits Kinder hast oder in Zukunft welche geplant sind, könnte es schon jetzt sehr sinnvoll sein, bei der Sanierung oder beim Neubau Kindersicherungssteckdosen
einzusetzen. Das heißt, dann sind die Löcher in den Steckdosen im Prinzip gegen Einstecken von irgendwelchen Gegenständen geschützt. Und die Abdeckungen mit diesem Kindersicherungsschutz kosten nicht viel mehr, vielleicht 2-3 Euro pro Steckdose und sind im Prinzip sehr leicht umzusetzen, wenn du sowieso gerade neue Steckdosen aussuchst. Diesen Zusatzschutz brauchst du natürlich auch nur an den Stellen, wo auch offene Steckdosen dann später erreichbar sind. Das heißt, hinter dem Küchenschrank und so weiter kannst du wiederum darauf verzichten. Tipp Nummer 9, schaltbare Steckdosen. Auch ein sehr wichtiger Punkt im Smart Home. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in einem klassischen Einfamilienhaus normalerweise 20 bis 30 Steckdosen in schaltbarer Ausführung ausreichen. Viele Kunden kommen zu uns und sagen, boah, ich möchte gerne diesen ganzen Standby-Strom reduzieren und möglichst viele Geräte abschalten. Aber aus unserer Erfahrung hat sich ganz klar gezeigt, das macht keinen Sinn mehr. Denn zum einen ist die Energiesparrichtlinie so, dass aktuelle elektronische Haushaltsgeräte nur noch 0,25 Watt im ausgeschalteten Zustand verbrauchen. Das heißt, das amortisiert sich nicht mehr, diese Geräte dann mit einem Schaltkanal abzuschalten. Und in aller Regel ist es auch kontraproduktiv. Zum Beispiel, wenn ich die Geräte vom Strom nehme, verliere ich das WLAN, ich habe keine Uhr mehr am Herd zum Beispiel, weil dann die Uhrzeit vergessen wird und so weiter. Also aus unserer Erfahrung 20 bis 30 schaltbare Steckdosen. Im Wesentlichen auch für die Beleuchtung gedacht, ist absolut ausreichend in deinem Neubau. Wenn dir diese Planungstipps weitergeholfen haben und du noch viel mehr lernen möchtest über die Elektroinstallation und über die Planung im Allgemeinen deines zukünftigen Smart Home Projektes, schau auf www.knx-masterclass.de vorbei. Dort findest du alle Informationen über unser Bauherrencoaching. Und das, was ich gerade angeteasert habe, sind nur ganz kleine Ausschnitte aus den vielen, vielen Informationen, die wir dort vermitteln. Schau dir das einmal an, wenn das für dich relevant ist. Komm bei uns ins Coaching und wir helfen auch, dein Smart Home Projekt aufs nächste Level zu bringen.